Die Bilanz in den Pflegeheimen fällt nicht gut aus. Laut AOK haben sowohl das Coronavirus selbst als auch die Gegenmaßnahmen die Bewohner in den Einrichtungen im vergangenen Jahr schwer getroffen. Für die Monate Oktober bis Dezember sehen wir, dass die Sterblichkeit um 30% erhöht ist in den Pflegeheimen. Sie steigt dann zum Ende des Jahres stark an und in der 52. Kalenderwoche liegt sie um 80% höher, als sie das in den Jahren 2015 bis 2019 getan hat. Gleichzeitig wurden im Lockdown andere medizinische Behandlungen seltener durchgeführt oder sogar ausgelassen. So sind 2020 unter den Heimbewohnern nur 69% der durchschnittlichen Fälle von Herzinsuffizienz im Krankenhaus behandelt worden. Oberschenkelfrakturen lagen mit 92% hingegen nahe am Durchschnitt. Behandlungen von Lungenentzündungen, die nicht durch Corona ausgelöst waren, gab es mit wiederum 69% ebenfalls deutlich seltener als sonst. Hinzu kamen negative soziale Folgen, zum Beispiel durch Besuchsverbote. Diese Schutzmaßnahmen müssen sich in Zukunft verbinden mit dem absoluten Diktum. Die dürfen nicht dazu führen, dass Menschen isoliert werden von ihren Angehörigen, Sterbende nicht begleitet werden können von ihren Angehörigen oder Menschen, die sie begleiten wollen. Die Studie weist darauf hin, dass auch soziale Isolation psychische und physische Gesundheitsschäden hervorrufen kann. Iris Sayram in Berlin. Gucken wir noch mal genauer auf diesen Pflegereport mit dieser ja wirklich ernüchternden Bilanz. Es gab also weitaus mehr Sterbefälle in Pflegeheimen während der ersten und zweiten Corona-Welle. Nur um das zu verstehen, wir reden ja längst nicht nur über Menschen, die an Corona erkrankt waren, oder? Ja, ganz genau. Also so hundertprozentig kann man es eben nicht sagen, ob das jetzt alles Fälle waren, die an mit Corona infiziert waren und die dann daran auch gestorben sind. Und das ist dann eben schon eine erschütternde Bilanz, wenn dann in einer Spitze wie Ende Dezember vergangenen Jahres die Übersterblichkeit auf über 80% steigt. Weil das sagt ja auch noch etwas anderes aus, nämlich dass die Schutzmaßnahmen, die man ergriffen hat, offenbar hier nicht gegriffen haben. Und das sei in der Tat auch ein Dilemma, haben die Experten heute auch noch mal dargestellt, dass diese Schutzmaßnahmen teilweise ja auch noch einmal Krankheitssymptome hervorrufen konnten. Also, und so sagte es auch eine Expertin heute, hatte man wohl versucht, hier den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Das war ein wörtliches Zitat. Und Gesundheit bedeutet eben nicht nur die Abwesenheit eines Virus. Gleichzeitig gab es weniger Einlieferungen in Krankenhäuser. Das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch, wenn Sie sagen, mehr Krankheitssymptome, trotzdem ging es nicht ins Krankenhaus. Wie ist das also zu erklären? Also teilweise hatten die das als Beispiel, wurde dort genannt, die Schlaganfallsrate. Die sei mit Sicherheit im vergangenen Jahr nicht runtergegangen. Nichtsdestotrotz sind die Einweisungen ins Krankenhaus mit Symptomen eines Schlaganfalls um 20% zurückgegangen. Das sei einfach nicht erklärbar. Und das werfe in der Tat Fragen auf, was dort denn in den Heimen tatsächlich passiert ist. Und es ist ja auch so gewesen, dass der Zugang zu den Menschen eingeschränkt gewesen ist. Also Fachärzte konnten oder sind nicht in der gleichen Weise in die Heime gelangt, wie es vor der Pandemie gewesen ist, bis hin zur medizinischen Fußpflege, was vielleicht banal klingen mag, aber nichtsdestotrotz doch für das Wohlbefinden der Heimbewohner am Ende des Tages doch sehr wichtig ist. Also hier gilt es bestimmt noch mal einiges aufzuarbeiten. Auch medizinische Fußpflege ist eine Form von sozialem Kontakt. Dieser Report listet auch die negativen sozialen Folgen für Menschen in Pflegeheimen auf. Dass es die gibt, das war uns immer klar. Wir haben viel darüber berichtet. Jetzt haben wir es aber schwarz auf weiß. Also, welche sind das? In erster Linie wird die Isolation genannt, die ja dadurch hervorgerufen worden ist, dass die Menschen ja teilweise wirklich ganz alleine mit sich waren. Niemand konnte zu ihnen. Angehörige hatten wirklich nur sehr eingeschränkten Zugang zu ihren pflegenden Angehörigen, zu ihren Verwandten. Und das war in der Tat dann schon sehr, sehr schwierig. Und was die Angehörigen noch beschrieben haben, ist, dass in der Zeit die Antriebslosigkeit, so das Gefühl von Einsamkeit doch sehr, sehr stark geworden ist, dass die Menschen teilweise aber auch in ihrer geistigen Fitness abgenommen haben, dass die Mobilität abgenommen habe. Die Menschen seien schlicht und ergreifend, hätten abgebaut. Das kann man wohl schon so sagen. Die sagen, das haben Angehörige berichtet. Das muss man ja auch wissen. Dieser Report ist entstanden, indem Angehörige von Menschen, die in Pflegeheimen untergebracht sind, befragt wurden. Das sind also sehr persönliche Eindrücke, die vielleicht auch durch die eigene Betroffenheit auch noch mal verstärkt wiedergegeben werden. Also wie aussagekräftig sind diese Zahlen, ist dieser Report am Ende?
Das ist richtig. Das ist aber in der Tat auch nur ein Teil des Reports, denn für diesen Report sind auch noch andere Daten herangezogen worden, zum Beispiel die anonymisierten Abrechnungsdaten der AOK. Und das sind auch schon noch mal erheblich viele Daten, weil wohl die Hälfte aller Pflegeheimbewohner in Deutschland über die AOK laufen. Also da ist schon mal doch ein erheblicher Datensatz mit in diese Untersuchung mit eingeflossen. Und das andere ist genau eben die Befragung der Angehörigen, aber da haben auch über 1000 dran teilgenommen. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Angehöriger, der sehr gut einschätzen kann, ob die geistige Fitness der Mutter oder des Vaters oder Oma, Opa abgenommen hat und ob da vielleicht in der Mobilität sich doch was getan hat. Also insofern sind es vielleicht doch sehr etwas weiche Merkmale, die aber dennoch zumindest ein Trend, ein Rückschluss doch auf die Befindlichkeit der Menschen auf jeden Fall zulassen. Ja, stimmt, das ist auch ein Punkt. Man kann das am Ende noch viel besser einschätzen. Jetzt liegt das auf dem Tisch. Der Report ist da, wir berichten darüber. Aber welche Lehren ziehen wir jetzt aus diesem Report? Was sagen die Initiatoren? Also ich glaube, als Überschrift steht über allem erstmal zu sagen, man müsse die Schutzmaßnahmen wirklich nochmal konsequent reflektieren, was da richtig war, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Was klar ist, ist, dass aber hier auch Dinge sichtbar geworden sind, die aber ohnehin schon seit Jahren in der Pflege ein Problem darstellen. Also angefangen von einer ausreichenden Bezahlung für das Pflegepersonal bis hin zu ausreichender Schutzkleidung. Diese Dinge müssten natürlich aufgearbeitet werden. Zum anderen wurde ein regelrechter Masterplan gefordert, wie man auch mit der Langzeitpflege in den Heimen, wie man damit umgehe. Und auch in Pandemiezeiten müsse einfach mehr getan werden, als nur eine Plexiglasscheibe hochzuziehen, sondern man müsse da wirklich nochmal mit einem echten Konzept rangehen, ob auch diese großen Häuser, ob die noch zeitgemäß sind, ob nicht diese Langzeitpflege doch in etwas kleineren Einrichtungen viel besser aufgehoben sein. Aber was am Ende des Tages doch wirklich absolut, wo sich alle einig sind, ist doch die Tatsache, dass Menschen in Deutschland niemals mehr alleine sterben sollten. So etwas dürfe nicht noch einmal passieren. Iris Seyram, danke für diese Erklärung nach Berlin.